Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Anirol P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 3. Wir sind immer noch in Arendelle. Wir wurden zum zweiten Mal jetzt vom Berg geschmissen. Wir müssen jetzt wieder nach oben gehen, um Elsa einen Besuch abzustatten. Und ja, es ist sehr komisch. Übrigens, falls ich halt rausgeschnitten habe und das noch nicht klar war, im letzten Part haben wir zwei Lieder gesehen. Einmal Let It Go und Ich will einen Schneemann bauen. Und da willst du einen Schneemann bauen, und ja, ich weiß nicht, ob diese Clips drin bleiben oder nicht wegen Copyright, also nicht wundern dann, aber wir haben wortwörtlich die Lieder im Spiel gesehen und die wurden nachempfunden, mehr oder weniger, was richtig awesome ist. Und ja, so viel dazu. Ich habe gemerkt, ich kann ein weiteres Accessoire tragen, weiß nicht genau wieso, aber gut, ne? Warum nicht? Angriff extrem, das FP Maximum ein wenig. Vita Konverter ist zwar, glaube ich, sehr gut, aber vielleicht will ich doch was anderes haben. Na, was soll's? Ich werde hier richtig irgendwie sortieren, aber geht nicht. Naja, ich trage immer noch den Gummiring. So, jetzt kann man bestimmt ein paar gute Sachen, ja. Aber ich möchte mal das hier ausrüsten, um zu sehen, wie das aussieht. Ich glaube, ich weiß, wie das aussieht. Keine Ahnung. So, Dickschädel, Autofinale, kann man jetzt alles wieder ausrüsten. So, ihr habt nichts Neues, ne? Gut, alles klar, weiter. So, wo gehen wir hin? Wir gehen wieder den Berg hoch, ja, natürlich. Wo wir jetzt schon zum dritten Mal auf dem Weg sind, glaube ich, ne? Just imagine the yummy stuff little chef will whip up with this. Wahrscheinlich alles immer alles hier neue Orte zu sein, ne? Also sieht nur so ein bisschen komisch aus, weil wir immer irgendwie einen Berg hier hochklettern, also halt okay. Den könnte man meinen, als wären immer die gleichen Orte, aber ist nicht so, Alter. Der Ring ist sehr gut hier. Ich bin schon ein bisschen zu stark, also komm. Lass weiter. Ich will jetzt hier nicht so extrem überleveln. Das wäre mit das Spiel ja ein Klacks. Warte, wo? Wird das Spiel ein absoluter Klacks, ja? Ich will ja noch ein bisschen Herausforderungen haben. Wo ist hier ein Glücksemblem? Sora? Du hast ein Glücksemblem gesehen. Wo ist es? Sora? Sora? Let's see. Ach da. Boom. Ja, Stand. Stand. Okay, wenn wir Glück haben, dann brauchen wir nur noch zwei am Ende. Aber ich glaube nicht, dass wir so viel Glück haben. So, so viele Truhen fehlen uns ja auch nicht, glaube ich. Wollen wir die halt so finden, das wird richtig schwierig. Und da haben wir schon eine Machtring. Muss ich noch mal gucken, was das ist. Magie, volle MP-Salbe. Den Schaden deines ersten Angriffs der MP kostet um 50%, wenn dein Lebenspunkt. Okay, cool. Donald. War sowieso kein Angriff, ne? Ja, komm. Eure Ausrüstung ist nicht so wichtig. Das ist leider die traurige Wahrheit. Obwohl die eigentlich auch ganz schön Schaden machen, wenn sie mal irgendwie was treffen oder so. So, warum bin ich jetzt hier? Da. Nee.
Also ich sollte ja nicht hin. Oh, stimmt. Hier soll ich lang. Boom. Muss ich einfach machen. Oh. Hi, Nadu. Oh, den Schatzraum sieht halt auch sehr gut aus, habe ich so das Gefühl. Ui, Halkum. Ja, 7 Stück, 6 Stück, wenn wir Glück haben. Ich weiß nicht, wie die angeordnet sind. Also die jetzt so suchen, da wird ein Traum. Nein, nicht da hochgehen. Oh, noch so ein Ding. Komm mal her. Alter, hier sind wir in einen Schlag weg. Nachher gehen wir weiter. Ihr seht, wie viel Schaden ich gemacht habe. Ich brauche nicht weiter kämpfen gegen euch. Also geht einfach weg, ne? Jetzt geht weg. Geht jetzt weg. Hey, that's Elsa. Stimmt, den Eigentümer haben wir noch nicht gesehen. Who's that guy? It could be somebody from Arendelle who came up here to help her. Don't think so. That doesn't look like help to me. Oh, Dunkelheit. Darkness? Let's move. Ja, aus irgendeinem Grund holen wir den nicht mehr ein, ne? Wo der direkt da hinten stand. Komm schon. Ich tue viel zu viel Zeit damit verschwenden. Die Sachen kaputt zu hauen. So, hier kannst du doch sicher hoch. Hi. Was bist du denn? Wieso kann ich da nicht hoch, Mann? Von der anderen Seite, na warte. Sehr viele große Schatzungen. Das ist bestimmt ein Mickey Mouse Spiel, ne? Classic Kingdom, sag ich. Meine ich. Ja, der ist hier, wird ein Boss kommen, weil das sieht hier, okay, vielleicht kommt hier doch ein Boss. Aber hier kommt noch eine Lawine. Ach, hier waren wir ganz am Anfang, glaube ich, ne? Him again? Hey, you better not have hurt our friends. Huh? Hey, wait up! Are you looking for Elsa too? Whoa! Easy! Do you want to save her from the bad guy? We're on the same side. Elsa. I guess all he ever wanted to do was keep Elsa safe. Hey! We should team up, big guy. Come on, we want to help her too. Why not? So, what do you say? One great thing about Sora, he can always make friends with anybody. Donald, Goofy, come on. That's in unserer Gruppe. Wer ist in unserer Gruppe? Marshmallow. Okay, cool. Er hat keine Items. Okay, macht vielleicht Sinn, ne?
Haben wir schon gewundert, wann kriegen wir endlich mal hier die irgendeinen anderen Charakter oder so. Weil irgendwie Elsa hätte irgendwie gepasst, ne? Wegen, ja, weil sie halt kämpfen kann mit ihrer Eismagie, ne? Weil Anna und Sven wüsste ich jetzt nicht so, wie die was hätten machen können. Sven hätte vielleicht mit seinen Dings hier kämpfen können, mit seinen Elch oder ja Elch, ne? Aber gut. Aber wir sind ja schon fast am Ende, also nehme ich mal nicht an, dass wenn wir mit Elsa irgendwie ja noch in der Truppe herumlaufen können. So, Junge, erstmal die große Truhe hier, ne? Ich hab's ja nicht vergessen. Niemand. Mickey ist Waisen. Okay. Gott. Deswegen komisch. Gerade eben haben wir noch gegen den gekämpft und jetzt ist er in unserer Truppe. Kann aber nicht die ganze Zeit. Da freue ich mich sowieso, wenn wir ja mit der Welt fertig sind. So nach dem Film ist ja, glaube ich, das Eis weg, ne? Wie sieht denn das dann hier aus? Ist das Eis dann immer noch da? Bei den Rapunzels Welt haben sie halt ja eiskalt durchgezogen. Da haben sie die einfach aus der Truppe entfernt, weil halt die nicht mehr ihr lange Haare hat. Was irgendwie interessant ist. Also wir haben dauerhaften Charakter verloren, sag ich mal. Da gab es auch bisher noch nicht. Okay, wir sind doch nicht ganz am Anfang, glaube ich. Gebirgsläufer, hey! Ich kämpfe nicht mehr gegen euch. Ich bin schon stark genug. Ich bin zwar leicht vorm Level ab, aber ich will auch gerne mal die Dings hier sehen, die Combo-Attacke mit Marshmallow, aber geht halt nicht. Moment. So, schon lange her, dass wir eine Schmiede gesehen haben. Freundkristall, Freundkristall, Cyanid-Splitter. Foto-Mission. Ja, super, jetzt sagt mir das. Den Eispalast. Den Eispalast haben wir auch noch gar nicht gesehen. Kann ich da ein Foto machen? Ich nehme an, habe ich doch schon, oder? Keine Ahnung. Charmeuring. Keine Ahnung. So, wir können wieder irgendwas hier hochleveln. Nur was? Machen wir den ja. Ist irgendwie die Fähigkeit verloren? Oder ist das jetzt dauerhaft da drinne? Ah, okay, wenn das da steht, dann ah, okay. Ich wollte schon sagen, weil wir haben irgendwie Formänderungszeit im Königsanger ja schon lange nicht gehabt, deswegen. Haben die dann gelernt, okay, ich verstehe es. Bin aber auch doof, ne? So, wir speichern mal ganz kurz. Dann gehen wir mal. Und was ich mal annehme, ist bald das Ende dieser Welt. Nein. 4 und 6. Magierroute, mein Gott, das ist so komisch sortiert hier. Dann gucken wir mal. Mit der Typ irgendwie der finale Boss oder irgendwie ein Herzloser von denen, so wie von Rapunzel hier, die Mutter. Bin ich mal gespannt.
Laxen wird da bestimmt irgendwie was machen, ne? Stop it! Put me down! That's Christoph! Do me a favor and wait here. If you come along, Christoph might freak out. No, Sven, we're not going back. She's with her true love. Christoph! Sehr ruhig. Löse dich doch einer Lawine aus. Yeah, I'm fine. I'm glad you guys are safe. Where'd Anna go? She's back at home. Huh? Something happened? Anna was struck in the heart by Elsa's ice magic. If the ice isn't removed, she'll freeze forever. Only an act of true love can thaw a frozen heart. So I took her back to Arendelle and her true love, Hans. But what about you? Hmm? What about me? I sort of assumed you guys were... No! I just keep her from getting lost. Really? Oh, but you seem so... Perfect together! Yeah, well, more does he? Einfach nur so West, Daisy. Anna. So viel dazu. Elsa. Is that where Elsa is? Elsa and Anna might. Ich meine, das heißt ja. Let's go. Storm's getting worse. I'm freezing. There must be some place we can use as shelter. No. Deswegen. Ich bin schon gefragt. Ich habe schon gefragt, wieso. Schon gefragt, warum hier so Dings, die Dinger sind. Na ja, verdammt. Oh Gott. Na, warten wir eben. Du halt wohl einfach weggeweht. Ja, wir sind hier sicher. Da sind sie weg. Und man hat sie nie wieder gesehen. Ja, nur gucken, ob hier was ist. Auf Donald Goofy, Donald. Du steh da nicht so rum, hilf uns. Ah. Ich soll ja alles erstmal einsammeln, Kollege. Der Sturm ist noch nicht mal aktiv, Mann. Da geht er hin. Get ready to go. Oh, wir werden ja noch getroffen. Oh, willst du mich verarschen? Wenn ich sehe, wie weit wir hier weggeflogen sind, ey. Ich weiß nicht, warum ich das so witzig finde. Das ist awesome. I say we rest here for a bit.
Da ist eine Truhe. Die muss ich holen. Und weg ist er. Ja, komm schon, hier bin ich sicher, aber da ein paar Meter entfernt war ich nicht sicher. Oh, sehr gut. Okay, guys, the storm's died down. Gorge, I hope Anna and Elsa are okay. Hurry! Echt gute Atmosphäre gerade im Spiel. Christoph. Anna. Elsa. Elsa, Anna. No! Oh man. Hat er überhaupt ein Wort bisher gesagt? What? Okay. Finaler Boss hier. Dann lass mal sehen. Ich hätte gerne da ehrlich gesagt gekämpft, mit ganzem Eis, mit dem Eismeer. Dann habt ihr gesehen, wie angepisst Goofy geschaut hat. Okay, das ist echt ein cooler Boss. But we better try something. Let's get it. Let's get it. Together. Treffen wir. Alter. Ein bisschen unfair, so ein Riesenmonster als Dings zu haben, oder? Komm mal her. In die Fresse, los. Ja, nicht so viel abgezogen. Boah, ich kann mich kaum bewegen, ja. 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 Und in die Fresse. Ja, das Spiel ist ganz schön einfach. Finde ich ein bisschen schade. Aber was soll man machen, ne? Vielleicht sind da optionale Bosse und so was alles hier, die sehr viel stärker sind. Was ist das? Muss ich ja machen. Und das Ding runter zu uns.
Bin schon ein bisschen neugierig, was passiert, wenn das Ding unten landet, aber okay. War ganz einfach mal eine Genki-Dama hier abgewehrt. So, jetzt geht's weiter. Runde 2. Zweite Form. Ah, der hat mein Kombo-Abschluss abgebrochen. Perfekt. Komm her. Dreck. Zwar Bock der Kampf, aber so schwer ist er jetzt eigentlich nicht. Da habe ich nicht so gute Ausrüstung gerade ausgerüstet, glaube ich. In die Fresse. Bin gar nicht getroffen. Was macht er wieder, Lat? Der Kampf gegen Dings, gegen das Viech aus der Monster AG am Ende, da war am schwersten. Jetzt, wo ich so darüber nachdenke. Ich nehme an, ich muss die Viecher hier erledigen. Oder muss ich ja machen. Damit ich hier das Ding einsetzen kann. Ja, mach mal ganz noch mal. Sieger in riesigen Herzlosen. Also so riesig ist er jetzt auch nicht, aber leg zurück zum Absender. Ich meine, wie groß das Ding ist und wir haben das mal einfach so kaputt gemacht. Ja, voll gestört. Lass mich nicht noch mal durch diese Dings hier, durch dieses Cutscene. Um und um. Supergleiter. Oh. Ah, schön. Ding weg. Ich glaube, am Ende des Films war Ding gar nicht mehr am Leben, ne? Also am Leben. Schon was ich meine, ne? Oh.
War schon wieder. What? Larxene. So love has filled both their hearts with light. Larxene! Two in one world. Definitely didn't see that coming. First Marluxia, now you! What is this all about? Oh, I see. So you bumped into Marluxia. Then why am I explaining this again? I told you before. The new seven hearts. If you mess up and don't find your seven guardians of light, we're gonna need another group to fall back on. Leave innocent people out of it! Oh, look at this tough guy, such a big boy now. Well, maybe you should do your job and find the other guardians of light. Please, like you found your 13. The king said you're one seeker of darkness short. Oh no, we're set. Aber er war doch offensichtlich. Oder? They have all 13? Then, if we don't find our seven, they'll go after Elsa and Anna. It'll be okay. They're strong. You're right. They have each other. Ich finde ich sehr gut, dass so Full Motion Videos zwischendurch sind. I love you. An act of true love will thaw frozen heart. Love will thaw. Love. Elsa? Of course. Love. Oh ja, ist doch alles gut ausgegangen, ne? Wahre Liebe zwischen Schwestern und nicht zwischen Geliebten. Das ist mal was anderes gewesen in dem Film, ne? Da traut niemand diesen Golem hinterher. Ich meine, ich glaube, der ist tot. Also ist nicht für alle hier ein Happy End. Aber ich sag ja nichts, ne? Pulverschnee, ein Schlüsselfeld mit Fokus auf Magie. Sturmkrallen, Sturmkufen. So, was passiert jetzt? Wir haben jetzt keine Welt im Moment offen. Was passiert jetzt?